Zwölftes Kapitel 4 von Römische Geschichte drittes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen. Zwölftes Kapitel 4. Auf allem diesem aber beruht die Dauer der römischen Vermögen, die vielleicht noch merkwürdiger ist als deren Größe. Die früher hervorgehobene, in dieser Art vielleicht einzige Erscheinung, dass der Bestand der großen Geschlechter durch mehrere Jahrhunderte sich fast gleich bleibt, findet hier in den einigermaßen engen, aber soliden Grundsätzen der kaufmännischen Vermögensverwaltung ihre Erklärung. Bei der einseitigen Hervorhebung des Kapitals in der römischen Ökonomie konnten die von der reinen Kapitalistenwirtschaft unzertrennlichen Übelstände nicht ausbleiben. Die bürgerliche Gleichheit, welche bereits durch das Emporkommen des regierenden Herrenstandes eine tödliche Wunde empfangen hatte, erlitt einen gleich schweren Schlag durch die scharf und immer schärfer sich zeichnende soziale Abgrenzung der Reichen und der Armen. Für die Scheidung nach unten hin ist nichts folgenreicher geworden als der schon erwähnte, anscheinend gleichgültige, in der Tat einen Abgrund von Kapitalistenübermut und Kapitalistenfrevel in sich schließende Satz, dass es schimpflich sei, für die Arbeit Geld zu nehmen. Es zog sich damit die Scheidewand nicht bloß zwischen dem gemeinen Tagelöhner und Handwerker und dem respektablen Guts- und Fabrikbesitzer, sondern ebenso auch zwischen dem Soldaten und Unteroffizier und dem Kriegstribun, zwischen dem Schreiber und Boten und dem Beamten. Nach oben hin zog eine ähnliche Schranke das von Gaius Flaminius veranlasste Claudische Gesetz, kurz vor 218, welches Senatoren und Senatorensöhnen untersagte, Seeschiffe außer zum Transport des Ertrags ihrer Landgüter zu besitzen und wahrscheinlich auch sich bei den öffentlichen Lizitationen zu beteiligen, überhaupt ihnen alles das zu betreiben verbot, was die Römer unter Spekulation, Questus, verstanden. Zwar ward diese Bestimmung nicht von den Senatoren hervorgerufen, sondern war ein Werk der demokratischen Opposition, welche damit zunächst wohl nur den Übelstand beseitigen wollte, dass Regierungsmitglieder mit der Regierung selbst Geschäfte machten. Es kann auch sein, dass die Kapitalisten hier schon, wie später so oft, mit der demokratischen Partei gemeinschaftliche Sache gemacht und die Gelegenheit wahrgenommen haben, durch den Ausschluss der Senatoren die Konkurrenz zu vermindern. Jener Zweck ward natürlich nur sehr unvollkommen erreicht, da das Assoziationswesen den Senatoren Wege genug eröffnete, im Stillen weiter zu spekulieren. Aber wohl hat dieser Volksschluss eine gesetzliche Grenze zwischen den Nicht-
oder doch nicht offen spekulierenden und den spekulierenden Vornehmen gezogen und der zunaechst politischen eine reine Finanzaristokratie an die Seite gestellt, den spaeter sogenannten Ritterstand, dessen Rivalitaeten mit dem Herrenstand die Geschichte des folgenden Jahrhunderts erfuellen. Eine weitere Folge der einseitigen Kapitalmacht war das unverhaeltnismaessige Hervortreten eben der sterilsten und für die Volkswirtschaft im Ganzen und Grossen am wenigsten produktiven Verkehrszweige. Die Industrie, die in erster Stelle hätte erscheinen sollen, stand vielmehr an der letzten. Der Handel blühte, aber er war durchgängig passiv. Nicht einmal an der Nordgrenze scheint man imstande gewesen zu sein, für die Sklaven, welche aus den keltischen und wohl auch schon aus den deutschen Ländern nach Ariminum und den anderen norditalischen Märkten strömten, mit Waren Deckung zu geben. Wenigstens wurde schon 231 die Ausfuhr des Silbergeldes in das Keltenland von der römischen Regierung untersagt. In dem Verkehr nun gar mit Griechenland, Syrien, Ägypten, Kyrene, Karthago musste die Bilanz notwendig zum Nachteil Italiens sich stellen. Rom fing an, die Hauptstadt der Mittelmeerstaaten und Italien Roms Weichbild zu werden. Mehr wollte man eben auch nicht sein und ließ den Passivhandel, wie jede Stadt, die nichts weiter als Hauptstadt ist, notwendig ihn führt, mit opulenter Gleichgültigkeit sich gefallen. Besaß man doch Geld genug, um damit alles zu bezahlen, was man brauchte und nicht brauchte. Dagegen die unproduktivsten aller Geschäfte, der Geldhandel und das Hebungswesen, waren der rechte Sitz und die feste Burg der römischen Ökonomie. Was endlich in dieser noch an Elementen zur Emporbringung eines wohlhabenden Mittel- und auskömmlichen Kleinstandes enthalten war, verkümmerte unter dem unseligen Sklavenbetrieb oder steuerte im besten Fall zur Vermehrung des leidigen freigelassenen Standes bei. Aber vor allem zehrte die tiefe Unsittlichkeit, welche der reinen Kapitalwirtschaft inwohnt, an dem Marke der Gesellschaft und des Gemeinwesens und ersetzte die Menschen- und die Vaterlandsliebe durch den unbedingten Egoismus. Der bessere Teil der Nation empfand es sehr lebendig, welche Saat des Verderbens in jenem Spekulantentreiben lag, und vor allem richteten sich der instinktmäßige Hass des großen Haufens wie die Abneigung des wohlgesinnten Staatsmanns gegen das seit langem von den Gesetzen verfolgte und dem Buchstaben des Rechtes nach immer noch verpönte gewerbsmäßige Leihgeschäft. Es heißt in einem Lustspiel dieser Zeit: Wahrhaftig gleich erachte ich ganz die Kuppler und euch Wucherer. Wenn jene feilstehen insgeheim, tut ihr's auf offnem Markte. Mit Kneipen die, mit Zinsen ihr, schindet die Leut ihr beide. Gesetze genug hat euerthalb die Bürgerschaft erlassen. Ihr bracht sie, wie man sie erließ. Ein Schlupf ist stets gefunden. Wie heißes Wasser, das verkühlt, so achtet das Gesetz ihr. Energischer noch als der Lustspieldichter sprach der Führer der Reformpartei Cato sich aus.
es hat manches fuer sich heisst es in der vorrede seiner anweisung zum ackerbau geld auf zinsen zu leihen aber es ist nicht ehrenhaft unsere vorfahren haben also geordnet und in dem gesetze geschrieben dass der dieb zwiefachen der zinsnehmer vierfachen ersatz zu leisten schuldig sei woraus man abnehmen kann ein wieviel schlechterer bürger als der dieb der zinsnehmer von ihnen erachtet ward der unterschied meint er anderswo zwischen einem geldverleiher und einem mörder sei nicht groß und man muß es ihm lassen daß er in seinen handlungen nicht hinter seinen reden zurückblieb als statthalter in sardinien hat er durch seine strenge rechtspflege die römischen bankiers geradezu zum lande hinausgetrieben der regierende herrenstand betrachtete überhaupt seiner überwiegenden majorität nach die wirtschaft der spekulanten mit widerwillen und fühlte sich nicht bloß durchschnittlich rechtschaffener und ehrbarer in den provinzen als diese geldleute sondern tat auch öfter ihnen einhalt nur brachen der häufige wechsel der römischen oberbeamten und die unvermeidliche ungleichheit ihrer gesetzhandhabung dem bemühen jenem treiben zu steuern notwendig die spitze ab man begriff es auch wohl was zu begreifen nicht schwer war daß es weit weniger darauf ankam die spekulation polizeilich zu überwachen als der ganzen volkswirtschaft eine veränderte richtung zu geben hauptsächlich in diesem sinne wurde von männern wie cato war durch lehre und beispiel der ackerbau gepredigt wenn unsere vorfahren fährt cato in der eben angeführten vorrede fort einem tüchtigen mann die lobrede hielten so lobten sie ihn als einen tüchtigen bauern und einen tüchtigen landwirt wer also gelobt ward schien das höchste lob erhalten zu haben den kaufmann halte ich für wacker und erwerbsfleißig aber sein geschäft ist gefahren und unglücksfällen allzusehr ausgesetzt dagegen die bauern geben die tapfersten leute und die tüchtigsten soldaten kein erwerb ist wie dieser ehrbar sicher und niemandem gehässig und die damit sich abgeben kommen am wenigsten auf böse gedanken von sich selber pflegte er zu sagen daß sein vermögen lediglich aus zwei erwerbsquellen herstamme aus dem ackerbau und aus der sparsamkeit und wenn das auch weder sehr logisch gedacht noch genau der wahrheit gemäß war so hat er doch nicht mit unrecht seinen zeitgenossen wie der nachwelt als das muster eines römischen gutsbesitzers gegolten leider ist es eine ebenso merkwürdige wie schmerzliche wahrheit daß dieses so viel und sicher im besten glauben gepriesene heilmittel der landwirtschaft selber durchdrungen war von dem gifte der kapitalistenwirtschaft bei der weidewirtschaft liegt dies auf der hand sie war darum auch bei dem publikum am meisten beliebt und bei der partei der sittlichen reform am wenigsten gut angeschrieben aber wie war es denn mit dem ackerbau selbst der krieg den vom dritten bis zum fünften jahrhundert der stadt das kapital gegen die arbeit in der art geführt hatte daß es mittels des schuldzinses
die bodenrente den arbeitenden bauern entzog und den muessig zehrenden rentiers in die haende fuehrte war ausgeglichen worden hauptsaechlich durch die erweiterung der roemischen oekonomie und das hinueberwerfen des in latium vorhandenen kapitals auf die in dem ganzen mittelmeergebiet taetige spekulation. Jetzt vermochte auch das ausgedehnte geschaeftsgebiet die gesteigerte kapitalmasse nicht mehr zu fassen, und eine wahnwitzige gesetzgebung arbeitete zugleich daran, teils die senatorischen Kapitalien auf kuenstlichem Wege zur Anlage in italischem Grundbesitz zu draengen, teils durch die Einwirkung auf die Kornpreise das italische Ackerland systematisch zu entwerten. So begann denn der zweite Feldzug des Kapitals gegen die freie Arbeit oder, was im Altertum wesentlich dasselbe ist, gegen die Bauernwirtschaft. Und war der erste arg gewesen, so schien er mit dem zweiten verglichen milde und menschlich. Die Kapitalisten liehen nicht mehr an den Bauern auf Zinsen aus, was an sich schon nicht anging, da der Kleinbesitzer keinen Überschuss von Belang mehr erzielte und auch nicht einfach und nicht radikal genug war, sondern sie kauften die Bauernstellen auf und verwandelten sie im besten Fall in Meierhöfe mit Sklavenwirtschaft. Man nannte das ebenfalls Ackerbau. In der Tat war es wesentlich die Anwendung der Kapitalwirtschaft auf die Erzeugung der Bodenfrüchte. Die Schilderung der Ackerbauer, die Cato gibt, ist vortrefflich und vollkommen richtig. Aber wie passt sie auf die Wirtschaft selbst, die er schildert und anrät? Wenn ein römischer Senator, wie das nicht selten gewesen sein kann, solcher Landgüter wie das von Cato beschriebene vier besaß, so lebten auf dem gleichen Raum, der zur Zeit der alten Kleinherrschaft 100 bis 150 Bauernfamilien ernährt hatte, jetzt eine Familie freier Leute und etwa 50 größtenteils unverheiratete Sklaven. Wenn dies das Heilmittel war, um die sinkende Volkswirtschaft zu bessern, so sah es leider der Krankheit selber bis zum Verwechseln ähnlich. Das Gesamtergebnis dieser Wirtschaft liegt in den veränderten Bevölkerungsverhältnissen nur zu deutlich vor Augen. Freilich war der Zustand der italischen Landschaften sehr ungleich und zum Teil sogar gut. Die bei der Kolonisation des Gebietes zwischen den Apenninen und dem Po in großer Anzahl daselbst gegründeten Bauernstellen verschwanden nicht so schnell. Polybios, der nicht lange nach dem Ende dieser Periode die Gegend bereiste, rühmt ihre zahlreiche, schöne und kräftige Bevölkerung. Bei einer richtigen Korngesetzgebung wäre es wohl möglich gewesen, nicht Sizilien, sondern die Po-Landschaft zur Kornkammer der Hauptstadt zu machen. Ähnlich hatte Picenum und der sogenannte gallische Acker durch die Aufteilungen des Domaniallandes in Gemäßheit des Flaminischen Gesetzes 232 eine zahlreiche Bauernschaft erhalten, welche freilich im Hannibalischen Krieg arg mitgenommen ward. In Etrurien und wohl auch in Umbrien waren die inneren Verhältnisse der untertänigen Gemeinden dem Gedeihen eines freien Bauernstandes ungünstig.
Besser stand es in Latium, dem die Vorteile des hauptstaedtischen Marktes doch nicht ganz entzogen werden konnten und das der hannibalische krieg im ganzen verschont hatte, sowie in den abgeschlossenen bergtaelern der marser und sabeller. Sueditalien dagegen hatte der hannibalische krieg furchtbar heimgesucht, und ausser einer menge kleinerer ortschaften die beiden groessten staedte, Capua und Tarent, beide einst imstande, Heere von 30.000 Mann ins Feld zu stellen, zugrunde gerichtet. Samnium hatte von den schweren Kriegen des 5. Jahrhunderts sich wieder erholt. Nach der Zählung von 225 war es imstande, halb so viel Waffenfähige zu stellen als die sämtlichen latinischen Städte und wahrscheinlich damals nach dem römischen Bürgerdistrikt die blühendste Landschaft der Halbinsel. Allein der hannibalische Krieg hatte das Land aufs Neue verödet und die Ackeranweisungen daselbst an die Soldaten des scipionischen Heeres, obwohl bedeutend, deckten doch wahrscheinlich nicht den Verlust. Noch übler waren in demselben Kriege Kampanien und Apulien, beides bis dahin wohlbevölkerte Landschaften, von Freund und Feind zugerichtet worden. In Apulien fanden später zwar Ackeranweisungen statt, allein die hier angelegten Kolonien wollten nicht gedeihen. Bevölkerter blieb die schöne kampanische Ebene, doch ward die Mark von Capua und der anderen im hannibalischen Kriege aufgelösten Gemeinden Staatsbesitz und waren die Inhaber derselben durchgängig nicht Eigentümer, sondern kleine Zeitpächter. Endlich in dem weiten lucanischen und brettischen Gebiet ward die schon vor dem hannibalischen Krieg sehr dünne Bevölkerung von der ganzen Schwere des Krieges selbst und der daran sich reihenden Strafexekutionen getroffen. Und auch von Rom aus geschah nicht viel, um hier den Ackerbau wieder in die Höhe zu bringen. Mit Ausnahme etwa von Valentia, Vibo, jetzt Monteleone, kam keine der dort angelegten Kolonien recht in Aufnahme. Bei aller Ungleichheit der politischen und ökonomischen Verhältnisse der verschiedenen Landschaften und dem verhältnismäßig blühenden Zustand einzelner derselben ist im Ganzen doch der Rückgang unverkennbar, und er wird durch die unverwerflichsten Zeugnisse über den allgemeinen Zustand Italiens bestätigt. Cato und Polybios stimmen darin überein, dass Italien am Ende des 6. Jahrhunderts weit schwächer als am Ende des 5. bevölkert und keineswegs mehr imstande war, Heermassen aufzubringen wie im ersten Punischen Kriege. Die steigende Schwierigkeit der Aushebung, die Notwendigkeit, die Qualifikation zum Dienst in den Legionen herabzusetzen, die Klagen der Bundesgenossen über die Höhe der von ihnen zu stellenden Kontingente bestätigen diese Angaben. Und was die römische Bürgerschaft anlangt, so reden die Zahlen. Sie zählte im Jahre 252, kurz nach Regulus' Zug nach Afrika, 298.000 waffenfähige Männer. 30 Jahre später, kurz vor dem Anfang des Hannibalischen Krieges, 220, war sie auf 270.000 Köpfe, also um ein Zehntel,
wieder 20 Jahre weiter, kurz vor dem Ende desselben Krieges, auf 214.000 Köpfe, also um ein Viertel gesunken, und ein Menschenalter nachher, während dessen keine außerordentlichen Verluste eingetreten waren, wohl aber die Anlage besonders der großen Bürgerkolonien in der norditalischen Ebene einen fühlbaren außerordentlichen Zuwachs gebracht hatte, war dennoch kaum die Ziffer wieder erreicht, auf der die Bürgerschaft zu Anfang dieser Periode gestanden hatte. Hätten wir ähnliche Ziffern für die italische Bevölkerung überhaupt, so würden sie ohne allen Zweifel ein verhältnismäßig noch ansehnlicheres Defizit aufweisen. Das Sinken der Volkskraft lässt sich weniger belegen, doch ist es von landwirtschaftlichen Schriftstellern bezeugt, dass Fleisch und Milch aus der Nahrung des gemeinen Mannes mehr und mehr verschwanden. Daneben wuchs die Sklavenbevölkerung, wie die freie sank. In Apulien, Lucanien und dem Brettierland muss schon zu Catos Zeit die Viehwirtschaft den Ackerbau überwogen haben. Die halbwilden Hirtensklaven waren hier recht eigentlich die Herren im Hause. Apulien ward durch sie so unsicher gemacht, dass starke Besatzung dorthin gelegt werden musste. Im Jahre 185 wurde daselbst eine im größten Maßstab angelegte, auch mit dem Bacchanalienwesen sich verzweigende Sklavenverschwörung entdeckt und gegen 7000 Menschen kriminell verurteilt. Aber auch in Etrurien mussten römische Truppen gegen eine Sklavenbande marschieren, 196. Und sogar in Latium kam es vor, dass Städte wie Setia und Praeneste Gefahr liefen, von einer Bande entlaufener Knechte überrumpelt zu werden, 198. Zusehends schwand die Nation zusammen und löste die Gemeinschaft der freien Bürger sich auf in eine Herren- und Sklavenschaft. Und obwohl es zunächst die beiden langjährigen Kriege mit Karthago waren, welche die Bürger wie die Bundesgenossenschaft dezimierten und ruinierten, so haben zu dem Sinken der italischen Volkskraft und Volkszahl die römischen Kapitalisten ohne Zweifel ebenso viel beigetragen wie Hamilkar und Hannibal. Es kann niemand sagen, ob die Regierung hätte helfen können, aber erschreckend und beschämend ist es, dass in den doch großenteils wohlmeinenden und tatkräftigen Kreisen der römischen Aristokratie nicht einmal die Einsicht in den ganzen Ernst der Situation und die Ahnung von der ganzen Höhe der Gefahr sich offenbart. Als eine römische Dame vom Adel, die Schwester eines der zahlreichen Bürgeradmirale, die im ersten Punischen Krieg die Flotten der Gemeinde zugrunde gerichtet hatten, eines Tages auf dem römischen Markt ins Gedränge geriet, sprach sie es laut vor den Umstehenden aus, dass es hohe Zeit sei, ihren Bruder wieder an die Spitze einer Flotte zu stellen und durch einen neuen Aderlass der Bürgerschaft auf dem Markte Luft zu machen, 246. So dachten und sprachen freilich die wenigsten, aber es war diese frevelhafte Rede doch nichts als der schneidende Ausdruck der sträflichen Gleichgültigkeit, womit die gesamte hohe und reiche Welt auf die gemeine Bürger- und Bauernschaft herabsah. Man wollte nicht gerade ihr Verderben,
aber man liess es geschehen, und so kam denn ueber das eben noch in maessiger und verdienter wohlfahrt unzaehliger freier und froehlicher menschen bluehende italische land mit riesenschnelle die veroedung.